Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Unpacking-Video. Die Bücherbüchse ist wieder mal gekommen, die für August. Ja. Und ich bin gespannt. Ich habe diesmal auch an meine Schere gedacht. Ja, und falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Dorothea, ich bin büchersüchtig und wenn man büchersüchtig ist, braucht man Buchboxen. Also auf jeden Fall ich. Genau. Und schauen wir mal rein, was Schönes in der Box ist. Wieder Licht oben auf. Die wunderschöne Spoilerkarte. Schauen wir nicht drauf. Ich lege die mal hier drüben hin und dann. Oh, dann nehmen wir halt. Beim letzten Mal hat es viel besser geklappt. Einfach mit rausheben und das war's. Dieses Mal nein. Also dann machen wir das mal so. So. Was? Das ist so ein Haarband mit Schachfiguren. Kann ja nur inspiriert worden sein von einer gewissen Buch. Ja, ich denke auch, ich weiß welches, was mich wahrscheinlich auch zu meinem aktuellen Cover für Oktober inspiriert hat. Aber das finde ich schon mal cool. Sowas kann ich immer gebrauchen. Jawohl. So. Schauen wir mal, kriegt man dich raus. Oh, was ist das denn jetzt hier? Oh. Dieses schöne Teil war jetzt drin. Also, und ich muss man das hier reinstecken. Ich gehe mal davon aus, das sollte ich eher so machen. So. Eine Handyhalterung, würde ich sagen. Ist die nicht cool? Ich tue mal so. Die spiegelt auch schön. Hier kann ich es besser in der Nahaufnahme zeigen. Oh, das ist cool. Die stelle ich gleich mal hier hin. Hält nicht. Mag mich nicht. Okay. Und dann haben wir hier ein Lesezeichen. Haben wir oh, diese wunderschönen Kärtchen zu dem Buch. Ich zeige es euch mal in Großaufnahme. Hier. Wie cool ist das denn? Das habe ich nämlich auch schon auf meiner Wunschliste. Und das Buch, was drin ist, ist. Nice. Warte mal, wozu habe ich eine Schere? Wie tun wir das aus diesem Gefängnis befreien vom Plastik? Hier drüben hin. Und zwar Nights von Lena Kiba, ein gefährliches Vermächtnis, das auf meiner Wunschliste stand. Dankeschön, ich habe Pixel. Schaut euch diesen Buchschnitt an. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn?
Ich lese euch mal kurz den Klappentext vor. Die 18-jährige Charlotte Stewart tut alles dafür, ihre Gabe geheim zu halten, denn sie weiß, wenn ihre Fähigkeiten in die falschen Hände geraten, könnte das den Untergang der Welt bedeuten. Doch dann macht plötzlich jemand Jagd auf Charlotte und sie muss aus London verschwinden. Auf ihrer Flucht läuft sie ausgerechnet der Organisation in die Arme, vor der sie sich jahrelang versteckt hat, den Knights of the Round Table, die Nachfahren der Ritter der Tafelrunde, verfügen selbst über besondere Gaben und Charlotte misstraut ihnen zutiefst. Dennoch bleibt ihr keine andere Wahl, als sich den Knights zu verbünden, denn allen voran mit Noel Midfield, dem Lancelot-Erben, der in ihre unerwartete Gefühle weckt und mit dem sie ein gefährliches Schicksal verbindet. Ich finde das toll, dass das Buch wirklich drin ist. Oh, wie geil! Oh, wie cool ist das denn? Oh, und ich habe vorne auch noch Haar. Ich glaube, ich habe gerade entdeckt. Ja! Signiert. Oh, das ist cool. Und dann schauen wir doch noch mal, wie das alles ohne Schutzumschlag ausschaut. Das gefällt mir auch. Also so sieht das Ganze ohne Schutzumschlag aus. Ja, okay. Ich bin begeistert. Jawohl. Und ich habe gerade gesehen, unter dem Buch hat sich noch was versteckt. Da schauen wir schnell noch, was sich da verborgen hat. Wenn ich meinen Schutzumschlag wieder dran kriege, ohne ihn zu zerstören. So. Oh, eine schöne, schöne Bild. Und mit einem Brief. Wie schön. Und ich habe, glaube ich, gesehen, ja, da hat sich was an der Seite versteckt, was ich von meiner, da hat sich dieses schöne Teil auch noch versteckt. Schauen wir mal, was. Ich gehe mal davon aus, es soll ein Brieföffner sein. Oder für was man sonst noch so gebrauchen kann. Geht's wieder mit auf, oder? Jawohl, dieses schöne Stück. Schaut euch das mal an. Ist das nicht toll? Das ist doch. Da steht sogar was geschrieben. Okay, was? Springflut. Anaklismus. Oh, das sieht cool aus. Also, das war. Gib mir noch keine scharfen Gegenstände. Ja, also, ich muss sagen, vielen Dank, liebe Bücherbüchse, für dieses wunderschöne Paket wieder. Ich meine, das ist. Ja, und. Spoilerkarte. Schauen wir mal auf die Spoilerkarte, ob ich jetzt auch wirklich alles gefunden habe. Also das Buch. Haben wir Print. Das ist das Print. Genau. Den Gruß. Das Lesezeichen. Jawohl. Haben wir auch. Smartphone-Halter. Ash Princess ist das. Ah, okay. Habe ich auch. Jawohl. Exclusive Armband. Von Knight of Thrones. Jawohl. Oh, jetzt habe ich mich geschlagen. Oh Gott. Und der Brief von Percy Jackson inspiriert. Oh, ich dachte, das gehört zum Buch, aber nein. Und was zwar nicht auf der Spoilerkarte steht, was wir ja auch noch drin hatten, waren diese schönen Teile. Ja, und dann war es das wieder mal von mir mit einem kleinen Unboxing. Ja, ich freue mich schon. Das Buch zu lesen. Boah, ich kann es nicht glauben, dass ich jetzt habe. Und das ist ein geiler Buchschnitt hier. Oh, wie schön. Das freut mich. Ehrlich, ich bin begeistert. Also, da. Ah! Ach ja. Und mit diesem kann ich das. Ja, okay, ich sollte vielleicht meine Haare offen haben, wenn ich das Teil ranmache. Definitiv. Vielleicht mache ich es euch gleich. Okay, bis dann. Zum nächsten Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, aber nicht vergessen, Daumen hoch und
falls ihr das Buch auch haben wollt oder besser gesagt schon gelesen habt vielleicht, das rutscht gerade weg, hinterlasst mir eine Kommentare. Ich sollte keine Videos machen, wenn es mir nicht gut geht. Ich drehe durch. Ja.